Ja, er macht irgendeine Lärm. So, dann sagen wir mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Mit den Besten der Besten, natürlich mit Schlumpfine und Ruho. Oh nein. Alter, hier ist Gewitter. Ja, ich guck mal, wie ich finde. Dort regnet. Warte mal, gibt es nicht. Kann jemand die Wärmemod Dingsbums? Kann die einer? Nee, ne? Wärmedingsbums? Wie heißt die Wärmedingsbums? Wie heißt sie denn? Andi Kaltarm. Ich weiß das nicht. Warte mal, wie heißt das noch? Doch, Wärmemod. Was? Wärmemod. Warte mal, wo ist der Bauplan? Warte mal. Nee, warte mal, wie hieß das Teil? Mod. Wissenschaft, die Wissenschaft. Nein, wie heißt diese Mod? Sekunde. Oh, Trommelmagazin-Mod kann ich auch. Das glaubst du ja nicht. Aber nicht die Knarre dafür. Super, du bist ein Held. So. Ich erwarte, da ist sie. Isoliermod. Isolierungsmod. Ah ja, genau. Das Rüstungspaket ist drin und das Rezept für Kürbissamen. Also die Isoliermod kann ich leider nicht, da ist ein Schloss bei mir. Ah, ah. Warte mal, ach, warte mal, ich fahre doch jetzt beim Moped dahin, ist mir der Wurst. Bevor ich hier mehr einen sonst wohin lauf. Ja, bei dem Wetter macht das, das ist besser. Oh Mist. Dieses Motorrad ist ja cool mit dem Rückwärtsgang und so, ne? Ist schon echt eine feine Sache. Ja, ja, ja. Weilchen. So, ich will ein bisschen Eisen graben. Mhm. So, was noch lässt. Da drehe ich nicht hier in Strömen. Meine Jüde. Ich glaube, Eisen war hier, ne? Oh. Ja, war doch nicht weit weg von zu Hause. Ne, eben, eben, eben. Wohl war. Eisen. Hüpf. Geht aber tief runter hier, du mein schnieber Freund. So. Was haben wir denn hier? Eisen und... Wer Essen findet, bringt du auch mit nach Hause. Essensreste? Was? Essensreste auch mitnehmen, ja. Okay. Wer Essen findet, bringt auch mit nach Hause, habe ich gesagt. Ach so. All systems go. How may I help? Mist, jetzt haben wir ein Problem. Great to see you, Master. Hast du Tagebau gemacht? Nee. Ich hab den Sprit nicht mit. Alter, ich werde hier noch zum. Und dann komm doch her. Ich hoffe, das ist ein Moped. So, mehr, kriegst du meine Beule ab. Oh ja. Büschen auf jeden Fall. Gut. So. So, jetzt wird hier gebohrt. Was ist das hier für Löcher? Mhm. Das Haus da hinten. Das ist natürlich super, wenn man die Lautstärke runterdrehen kann, ne? Denn ist das gar nicht so, so schlimm. Ach, das geht da schon hier. Warum schnaufst du denn jetzt schon weiter? Schönen guten Abend, Solo. Hallo. Kunigrellen und Kamorill. Was? Schön, dass ihr zuschaut. Hallöchen. Moin. So. Komm ich hier bei den Wildsteinchen hin?
schön. Oh, morgen gibt es ja den schönen Pilotenstreik, ne? So. Was denn? Lufthansa macht doch Streik, die Piloten streiken doch morgen. Ach du. Ach so. Ja. Mhm. Warum streiken denn diesmal? Oh, geht natürlich wieder in die Kohle, ne? Oh, schon wieder? Ja, da hat sich nicht viel dran geändert, ne? Ach so, du schaust nur den Besten zu. Warum ist er ja? Dann... Den Besten der Besten natürlich, klar. Ja, hatte gerade geschrieben, ich schaue nur den Besten zu. Ja. Ist jemand hier? Hm? Wo ist er denn? Incoming enemies, prepare for conflict. Was? Ja, die haben wohl ein Angebot bekommen von der Lufthansa, wenn ich das richtig gelesen habe, aber ja, das war denen immer noch zu wenig. Okay. Die wollen dann hier einen monatlichen Inflationsausgleich haben und was. Okay, den hätte ich auch gerne. Ja, den hätten wir wohl alle gerne, ne? Ja, würde ich so sehen, oder? Aber das ist ja bei denen schon ein bisschen jammern im hohen Niveau und so. Ich meine, die sind eh schon scheiße. Tja, wer hat den nicht? Ich glaube, ein bisschen mehr Lohn hätten gern alle mehr, wa? Ja. Komm aber auch wie gesagt bei meinem Chef mit dem Thema, dann kriegt er sofort so ein nervöses Augenzucken zu verstehen. Dann fängt die Kaffeetasse ganz nervös an zu zittern. Ja. Schau mal hier, ob es noch irgendwas gibt. Das ist dann auch eine ganz verlegene Seite, so auf dem Motto, wenn ich ihn jetzt einfach ignoriere, dann kann ich das ja alles nicht hören. Aha. Uiuiuiui. Was machst du denn, Tova? Ja, ich versuche gerade ein bisschen Eisen zu finden, aber irgendwie ist hier nur Nitrat ohne Ende. Mhm. Was ist denn runter? Nehme ich aber trotzdem mit, also da kenne ich nichts. Ja. We are not alone. We are not alone, was hast du jetzt? Hier ist nichts weiter. Dahinter. Schade. So. Aber hier auch noch was vielleicht zum Ausbau. So, ich glaube, da muss ich zu dem Händler, der da... Ja. Warum haben sie eigentlich nicht den nächsten Händler hin? Und weil der nächste Händler ist ja nicht ganz so weit weg. Ich denke... 5 Kilometer. Ich denke mal, weil wir dem... Da steht ja auch Handelsroute entdecken. Ich denke mal, das liegt daran, weil wir... Ja, den anderen noch nicht entdeckt haben. Das liegt daran. Meinst du? Ja, ich kann mir vorstellen, dass es so ist. Aber wie gesagt, ist ja auch nur geraten. Also könnte auch sein, dass das nur random jetzt ist. Ja, weil wir haben ja eigentlich noch Händler, die näher dran sind, ne? Ja, eben. Weil ich habe ja jetzt auch die Quest angenommen, Handelsroute öffnen, genau da, wo du warst. Das auch hin. Kilometer, ja.
Keine Ahnung warum, aber naja, gut. Ist jedenfalls schon ein ganzes Stückchen, was du hast. Ist nicht um die Ecke, auf jeden Fall. Da musst du schon so um Ticken laufen, so ein bisschen. Halt, ne? Und ein bisschen. Was für Anpflanzen dabei? Nee, aber das kommt weg. Öffnen. So, nochmal voll machen? Nee. So, das andere kann Rohre verkaufen. 6.000, 9.000, dann 12.000, 11.000. Gott sei Dank. Hey, das lohnt hier ja. Steht immer noch ein rosa Hubschrauber rum. Das ist meiner, ja. Ändere mal ganz schnell seine Farbe. Warum? Jetzt ja, warum? Wolltest du den sonst haben? Ja, ein rosa Zauber. Warte mal, wenn ich noch einen Rock finde, ich gehe auch in die Rose ran. Der Wiedererkennungswert ist nicht zu dann. Nicht mal die Zombies greifen hier noch an. Dran. So. Bücher. Ich bin einfach mal so frech und benutze mal die Bücher, die da drinnen liegen. Klaro, deswegen sind sie da. Ich gehe schon davon aus, ne? Was muss denn jetzt eigentlich gebuddelt werden? Was braucht man da jetzt im Moment? Eisen ist ganz mager gerade und vor allem wir brauchen Steine. Wir brauchen echt viel Steine gerade. Für Beton, ne? Mhm. So, man ist so dicht daran. Das ist halt feines mit so einem Bohrer, du, das ist ja, ne? So, komm mal runter. Guck mal. Mich wundert, dass du noch keinen Schreihals da hast. Ich?
Mhm. Warum? Ich bin noch ganz leise. Also, fast. Ja, man läuft hier ganz gut an mit dem Bohrer, ne? Ja, das stimmt. Aber ich hatte schon anderen Besuch hier, so ist das nur auch nicht, ne? Dass hier ganz, mhm. dass ich ganz unschuldig sah, ne? Hallo Andy, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Den Adbohrer, den habe ich entdeckt. Zufällig. Ja. Wurde auch Zeit. Unsere Leiter dran. Ist. 20 Uhr? Ja. Wir sind ja ganz schnell zu Hause. Ja, auch wieder richtig. Ach, ist das herrlich, ne? Was denn? Keiner sagt was, alle genießen so ein bisschen den Motorlärm. Ja, mit der Bohren. Und die Ausdauer, die, ne? Die bleibt so, wie sie ist. Geht halt ein bisschen mehr Sprit rein, das ist das Einzige, was so ist, ne? Na gut. Ich werd dann nochmal in die Wüste nochmal flattern und werd nochmal dies holen. Ja. Ein bisschen, ne? Weil schon eh viel. Kriegst du auch gleich viel schneller mehr zusammen hier. Auf jeden Fall. Das lohnt sich richtig. Was habe ich denn hier? 6, 12, ja. 18, 24.000. Steine? Nee, Eisen. Ach so. Oh, ist hier Kohle. Hier ist Kohle. Oh. Gleich mitnehmen. Da bin ich auch gerade dabei.
immer noch nicht so viel gehabt. Nee, das stimmt. Alter Kerl, der frisst gar kein Stückchen. Nee. Gegenstand muss repariert werden. Hab ich ihn schon verheizt? Meine Güte. Mal gleich gucken, ob auch ein paar Steine zusammenkriegen hier. Ja, das eine oder andere Körnchen finden wir schon, ne? Oh, hier ist noch ein bisschen Blei, guck mal, nehmen wir da auch noch mit. Ja doch, ein paar Steinchen habe ich auch schon. Liegt doch schon. Kohle ist auch nicht so viel, ne? Da muss man echt ein bisschen suchen. Wie gesagt, ich habe hier eine Ader gehabt. In die Zeit will ich aber jetzt an der Seite alles leer. Und nur noch Eisen und Blei habe ich noch. Ah, okay. Hatten wir eigentlich schon eine Wüste gefunden? Ja, natürlich. Ich habe nur zerstörtes, grünes Gebiet. Ja doch, ich hab auch schon mein Öldings markiert. Ja, deswegen, dass wir mal dann auch vielleicht Ölschiefer buddeln. Oh, Lupine hat... Ja, okay, ich habe schon gesagt, ich werde dann nachher mal ein bisschen Ölschiefer holen. Ja, ist auch nicht gerade um die Ecke, die Wüste, so wie ich gerade sehe hier auf der Karte. Die ist ein bisschen weg. So, oh hier, da ist noch was. Was ist das? Okay. Ja, Kohle ist Mangelware, also nicht so extrem viel. Also ich habe im Moment 12. Das ist Stein, ja. Ich habe 17.000. Kohle, oder was? Ja. Okay, was habe ich denn jetzt zusammen? Kohle? Wut, komm. Hü. 2.200, das ist nicht so dolle. Nee, aber ich habe knappe 3 Stacks jetzt Kohle. Also 3x 6.000. Das ist ja schon mal super. Gut. So, ich mache mich auf mich nach Hause. Weil ist es gleich soweit. Oh Mist. Ich mach den Stack jetzt noch voll und dann komme ich auf. Warte mal. Boah, 2 Goldklumpen gefunden und 2 Silberknuckles und 2 Diamanten. Gott, oh Gott, oh Gott. So, wo geht's nach Hause? Unsere Leiter da oben. Warte, ich baue mal was hin. Ach verdammt, stimmt. Leiter. So. Hot. Na komm hoch. Das Loch wird auch mal tiefer, ne? Mhm. Ja. So ein bisschen? So. Aber nur ein bisschen. So, nach Hause. So. Halb. Hupala. So. So, einmal reiner.
Perfekto. So, dann mag das ganze Eisen da rein. Was haben wir hier drin? Nein, Quatsch. So, Nitrat machen wir hier hinten rein. So. Blei? Hab ich ihn mehr mitgenommen? Oh, das ist aber mager. Na gut. Ja, geht gar nicht. Baby, Freunde. Was denn? Freunde. Stein und Kohle. Mut. Junge, wie Gas, nicht nach Hause. Kohle, wo war das noch hin? Kohle kommt da hier auch gleich rein. Verenden. Kohle bei der Chemie hinten. Bei der Munition. Bei der Chemie. So. Siehst du, ein bisschen Diamanten? Nö. Ja. So, gut. Siehst du, das läuft doch. Geht doch, gleich eine Runde besser. Okay, kann das Ding auch gleich mal anschmeißen. So, guck mal. 3. Ich quatsch das noch nicht. Ah, doch. Wupp, wupp. Ein Pünktchen hier, mal gucken. Mach mal. Ja, wir sind da. Betonmischungen, bitte schön. Jetzt kriegen wir noch einmal mehr raus. Locker, flockig. Da auch noch ein Block, habe ich nicht mehr. Ach, Level 7 brauchen wir da. So. Wo setzen wir die am besten rein? Also ich habe auch einen Rotdiamant, ein Gold und 4 Silber. Ah, das ist doch großartig. Ja. Du läppert dich auch zusammen, würde ich sagen, oder? Ja, ja, doch, doch, doch. Ich habe auch Steine, wo willst du die hin haben? Die Steinekiste? Ist wahrscheinlich, wäre eine gute Sache. Also, ne? Dann mach ich die eben da, Steinekiste. Da ist noch genug Steine da, was ist da? Nee, jetzt wieder, ne? Ich hab knappe drei Stacks Steine. Guck mal. Das lohnt sich ja schon mal ein bisschen, ne? Ja, Kleinvieh und so, ne? Davon. Bisschen so. Zerlegen. Dann ja, Steine haben wir auch gut. Ja, ja. Wie gesagt, 36 habe ich gehabt. Die haben sich halt so ergeben. Die kommen ja immer mit. Natürlich, natürlich. So, warte mal, Bau. Das kommt da rein, das kommt so hin. So. Mach mal nicht, ne? Das dahin. Und Tasche, Tasche, Tasche. So. Oh. Der Motor hat es aber echt schwer, ne? Schon. Ja gut, der muss ja die 3,5 Zentner erstmal in Bewegung halten, ne? Mit seinen 4,5 PS oder keine Ahnung, was er hat. Gut, aber ich sehe schon wieder, die Zeit ist wieder sowas von uns davon gelaufen. Da sagen wir doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat gefallen und wenn es gefallen hat, ne, dicken Daumen nach oben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi. Ja, wo laufen wir denn?